zwischen den Städten und den Zahlen oben auf dem Kästchen besteht irgendein Zusammenhang. Aber mir fehlen Informationen, um herauszufinden, welcher. Der Big Ben. Richter Beckett hat in London geheiratet. Und zwar am Morgen, da es erst 10 Uhr ist. Der Big Ben. Die Uhr steht auf 18 Uhr. Interessant. Die Uhr steht auf 18 Uhr. Perfekt. Perfekt. Das war's. Kinderleicht. Ein Schlüssel. Machen Sie sich Notizen, Watson. Wir kommen überhaupt nicht weiter. Woher sollen wir wissen, was das bedeutet? Sieht ganz so aus, als würde es in jeder Schule freche Schüler geben. Es gibt keinen Grund, die oberen Stockwerke aufzusuchen. Aus den Zeitungen wissen wir, dass dieser Teil des Gebäudes leer steht. Von oben wird niemand kommen und uns überraschen. Das ist zweifellos das Büro des Richters. Die Tür ist zweifach verriegelt. Wir sollten die Tür nicht gewaltsam öffnen und auch keine Fenster einschlagen. Richter Beckett könnte jeden Augenblick zurückkommen. Da haben Sie nicht ganz Unrecht. Irgendwo hat er oder eine Person, der er vertraut, bestimmt einen Zweitschlüssel. Wir sind im Büro des Richters, Holmes. Was haben Sie vor? Wollen Sie hier alles auf den Kopf stellen? Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Ich gehe nicht, bevor ich gefunden habe, wonach ich suche. Denken Sie an Ihre Kekse, wenn wir gehen, Holmes. Natürlich, Watson. Eine Habano Clarissimo Zigarre. Hier ist nichts Interessantes. So viele Trophäen. Der Richter ist bestimmt stolz darauf.
Unter den Öffnungen ist ein... Unter den Öffnungen ist ein Mechanismus zu erkennen. Diese Tür ist äußerst robust und da ist kein Schloss. Am besten sehen wir uns hier weiter um, Holmes. Die blinde Justitia. So blind wie Richter Beckett. Eine Rudergabel. Muss ein Souvenir sein. Unter den Öffnungen ist ein Mechanismus zu erkennen. Diese Ruder lassen sich drehen. Watson, das ist wirklich ein höchst ausgeklügeltes System. Es handelt sich dabei um einen Öffnungsmechanismus. In der Tat. Aber müssen wir da überhaupt rein? Richter Beckett ist sehr wohlhabend und das Zimmer enthält möglicherweise nur gewöhnliche Wertgegenstände, die er vor Dieben schützen will. Türen sind dazu da, um geöffnet zu werden, mein werter Freund. Beckett, Ehrenmitglied. Es muss sich hierbei um eine Organisation handeln, der Richter angehört. Sehen Sie sich dieses Symbol an. Es muss für Richter Beckett von großer Bedeutung sein. Als Andenken an die Universität von New York. Richter Beckett hat dort studiert. Der Richter war schon früher gerne rudern. Der junge Beckett mit seinen Freunden beim Rudern. Dieser Gentleman ist definitiv ein leidenschaftlicher Ruderer. Er stellt sein Hobby sogar in seinem Büro zur Schau. Eine Liste mit den Wappen der amerikanischen Universitäten. Eine Liste mit den Wappen der amerikanischen Universitäten. Diese Notiz muss Richter Beckett sehr wichtig sein. Eine Liste mit den Wappen der amerikanischen Universitäten.
Ein griechischer Buchstabe. Ein griechischer Buchstabe. Diese Notiz muss Richter Beckett sehr wichtig sein. Gut gemacht, Holmes. Unglaublich. Massenweise Akten. Holmes, diese Aufzeichnungen, Karten, Berichte, sie sind alle über Sie. Scheint so. Ihre gesamte Laufbahn ist hier dokumentiert, Fall für Fall, sehen Sie. Ein detaillierter Bericht über Ihre Ermittlungen in Whitechapel im Zuge des Falls Jack the Ripper. Und hier, Ihr Verhältnis zu einem gewissen A. Lupin. Und hier Einzelheiten zu Ihren Methoden, sowie Aufzeichnungen zu Ihrer Kommunikation mit den gewalttätigsten, mächtigsten Verbrechern. Mein Gott! Sehen Sie sich nur die Beschriftung der Akten an. Betrug, Verschleierung, Korruption, Fälschung, Mord. Was hat das alles zu bedeuten? Leise. Ich muss mich konzentrieren. Konzentrieren? Dieser Richter hat einen tadellosen Ruf und gilt als der ehrenhafteste Richter im gesamten Königreich. Und dieser Mann hat einen überwältigenden Stapel so hoch wie der Big Ben mit Dokumenten über Sie angehäuft. Und Sie reden hier von konzentrieren? Wozu? Weil Sie den Tresor öffnen wollen? Ruhe. Holmes, antworten Sie mir. Was sind die wahren Gründe für unsere Anwesenheit hier? Wussten Sie schon im Vorfeld, was wir hier finden werden? Sieht ganz so aus. Das ist also der Grund für diesen Einbruch. Sie interessieren sich nur für den Inhalt des Tresors. Alles andere war nichts weiter als Lug und Trug. Das Wichtigste befindet sich im Tresor, Watson.